Hallo wieder, ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Phobia. Phobia soll ein Spiel sein, was sehr angehaucht an Resident Evil sein soll. Und es spielt, soweit ich weiß, in einem Hotel, wie wir hier wahrscheinlich schon sehen, hier in dem Saint-Divinat Hotel. Ich hoffe, der Name kommt nicht allzu oft vor, weil ich werde den Namen nicht so oft vorlesen können. Und ich würde einfach mal sagen oder vorschlagen, wir starten einfach mal das Game. Prolog, okay. Mal gucken, was jetzt uns erwartet im Prolog. Okay. Wir wachen irgendwo auf. Ah, shit. Okay. Where am I? Das ist eine gute Frage. No. No, no, no. I have to get out of here. What? Wir sind im Gefängnis. Okay. Warum sind wir im Gefängnis und warum ist hier Blut und... Was ist das für ein komisches Symbol? Wo sind wir? Inventar, okay. Okay, also wir brauchen anscheinend einen Schlüssel. Oh, wie praktisch, dass wir natürlich einen Schlüssel in der Zelle finden. Metallschlüssel, wer hat das hier gelassen? Okay. Cora, lauf. Wie, lauf? Also, lauf, lauf. Verwenden von Gegenständen, okay. Navigieren Sie zunächst zu den Elementen, das du verwenden möchtest, wählt dann das Element aus, um das Untermenü zu öffnen. Wir wollen ihn verwenden. Alter, das ist aber laut. Ich hoffe, das gibt Seems like no one else is around. Lautstärke. Now's my chance. What? Warum ging das Licht jetzt gerade aus? Und wo sind wir? Ich dachte, wir sind irgendwie, ein Reporter, dachte ich, zuerst. Also, wäre so meine erste Vermutung gewesen, aber okay, wir sind's nicht. Anscheinend. Aber wir sind hier im Knast. Ich würde gerne wissen, warum wir im Knast sind. Hier gibt's hier noch, Notizen, Hinweise. Zum Glück lässt sich das Ganze übersetzen. Sehr geehrtes Mitglied des Heiligen Pfades. Die neuen Versuchskaninchen sind bereit zum Testen. Die Verfahren beginnen sofort. Der Heilige Pfad zählt auf Ihre Mitarbeit bei der ordnungsgemäßen Registrierung der Patienten. Über das Prinzip des freien Willens. Dadavi Meneses. Warum Versuchskaninchen und sind wir ein Versuchskaninchen? Oh Gott. Jetzt sag mir bitte nicht, ich kann jede Schublade öffnen. Ein altes Buch. Was ist von der Zukunft zu erwarten? Ja. Gut, legen wir erstmal wieder weg. Und ich kann hier jedes Ding öffnen. Oh no. Was ist das? Da war ein Dokument. Was war das? Louis in Gefangenschaft. 6.5.1960. Ort Hotel Saint-Divinat. Grund Spionage. Was? Also er wurde im Hotel festgenommen? Oder hat das Hotel eine eigene Gefängniszelle? Das wäre auch hart. Heute Morgen haben wir in einer Abstellkammer diesen Kern entdeckt. Er hat versucht, sich zu wehren, aber wir konnten ihn überwältigen. Das ist das erste Mal, dass es jemand außerhalb des Heiligen Pfades gelungen ist, unsere Einrichtung in diesem Ausmaß zu infiltrieren. Er wird zusammen mit den Verrätern in den Arrestzellen bleiben. Wir werden schon bald mit dem Verhör beginnen, da wir herausfinden müssen, was er weiß. Statusbericht. 7.5.1960. Wir haben dem Spion ein Notizbuch abgenommen. Den Angaben darin zufolge ist er Reporter und Ermittler. Er versteckt sich schon seit einiger Zeit unter uns und hat viel zu viele Informationen über den Heiligen Pfad gesammelt, um am Leben gelassen zu werden. Nach Rücksprache mit unserem Vorgesetzten soll der Mann eliminiert und das Notizbuch vernichtet werden. Statusbericht 10.5.1960. Der Gefangene ist noch immer bewusstlos. Wir versorgen ihn in seiner Zelle mit Essen und warten auf weitere Anweisungen. Jesus. They have a whole file about me. Also sind wir dieser Juan.
Oder Jorge? Juan? Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Tagebuch. Fuck. Those bastards. I can't let them destroy my notes. Okay. Gotta find somewhere to keep them safe while I look for a way out. Maybe inside one of these cells. Ich soll jetzt das Buch verstecken? In irgendeiner Zelle? Gut. Dann gehen wir zurück zu unserer Zelle und gucken, dass wir das da verstecken. Aber wo? Also im Mülleimer? Im Klo? Im Waschbecken? Unterm Bett? Kann ich eigentlich crouchen? Ja, kann ich. Okay, also anscheinend nicht in unserer Zelle. Oh Gott, kann ich etwa in die anderen Zellen alle rein? Oh ja. Okay, in welcher Zelle... Ich wollte gerade fragen, in welcher Zelle könnte man was verstecken? Ich würde sagen, in dieser. Dann ist Zelle... 4. Gut, jetzt suchen wir nach einem Schlüssel, Zelle... 4. Wie wär's mit den Schlüsselbrettchen hier? Also brauchen wir... den da. Ja. Zelle 4, okay. Gut. Oh! Diese Sounds! Die tun richtig im Ohr weh, aber richtig, sag ich. That hole in the bricks should work perfectly. Okay. Dann packen wir da das Buch rein. I'll come back for you. I just need to find a way out of here first. Also merken wir uns, in Zelle 4 unser Notizbuch. Wichtig, benötigen wir. Irgendwann. Wie auch immer wir jetzt hier weiter rauskommen. Also, wäre ja jetzt zu einfach, wenn wir einfach hier rausspazieren. Oder? Okay! Okay! Wer bist du denn? Okay! Was ist denn der für eine... Okay, komm raus! Wir rennen! Shift drücken, um zu laufen. Ja. Ich lauf geradeaus. Oh fuck. Okay, ich lauf nicht geradeaus. Ich lauf hier nach links. Das sieht auch aus wie eine Sackgasse. Okay. Komm, mach auf. Was passiert? Wo sind? Was? Warum? Wer war das? Wir sind jetzt in dem Hotel angekommen. Anscheinend waren wir das im Auto. The rain's really coming down hard now. Und ich gehe jetzt mal von aus, wir sind jetzt nicht Juan, der gerade gestorben ist. Von einer Krabbe. Wächter. I don't know. So. Dann lass uns doch mal hier gucken, was uns im Saint-Dizna-Hotel erwartet. Indem wir jetzt einfach mal hier Ring the bell machen. Ja.
Seems like nobody's here. Okay. Vielleicht klingeln wir einfach so oft, bis irgendjemand... She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. Always running off somewhere. Yeah, yeah. Right. So, should I just wait here, or... No, 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 no. Nee, nee, nee. Okay. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right... Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto. Mm-hmm. Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. Okay. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh. Warum reicht okay. Aus? I truly hope you're the right person, Roberto. Please, enjoy your stay. Was ist das für eine Aussage? Thanks. Er hofft, dass wir die richtige Person sind. Weird. Was? Warum antwortet er uns nicht auf die Sachen, die wir ihn gefragt haben? Okay, 610, Block B. Hört sich auch an wie so ein riesengroßes Gefängnis, ja? Also im Zellenblock B, die Zelle 610 ist ihre. Zack. So, kann ich meine Koffer mitnehmen? Ich möchte meine Koffer mitnehmen. Nein. Okay, Koffer werden gebracht. The elevator is there, you told me, sir. Okay. Ich möchte nicht mehr mit mir reden. Gut, denn... Gehen wir mal zum Elevator? I guess. Oder? Ich dachte, hier wäre der... Von wegen, hier ist der Fahrstuhl. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Oh, so ein Kamin ist aber auch... Also so ein Kamin ist schon was Feines. Ja, also da könnte man sich das... Das kann man sich auch mal gönnen. Ja, okay, aber wir sind hier nicht bei den... Hier sind nicht die Elevators. Sind die Elevators eventuell hier? Elevator... Blocko... Blocko B. Stephanie wasn't kidding. This place looks incredible. I can't wait to settle in and get started. Alter, das sieht aber auf. Also. Oh. Da will ich nicht wissen, wie teuer da eine Nacht ist. Was haben wir denn hier? Theaterabend im Saint-Diffenard-Hotel, 19. September. Mhm. Klavierkonzert im Theater des Saint-Diffenard-Hotels, 18. September. Mhm. Finde das heil. Meine Güte, Entschuldigung. Finde das Heilmittel, Flugbad einer Religion oder Sekte namens Heiliger Pfad. Von denen haben wir schon gehört. Sei frei, Flugblatt einer Religion oder Sekte namens Heilig... Okay. Suche nach der freien Flugblatt einer... Okay. Also dieser Heilige Pfad ist anscheinend ausschlaggebend hier. Was haben wir denn hier fallen lassen? Oh, das Requisiten. Sammlerwaffe. Waffen, die dem Propheten Christopher gehörten. Oh. Christopher. Wer ist denn der Prophet Christopher, bitte? Enigma-Maschine wurde im früheren 20. Jahrhundert zum Verschlüsseln von Texten verwendet. Okay. Oh ja, hier haben wir was Schönes zu lesen. Trees, Trilhas Gazette. 17. Mai 1950. Das Leben und der Tod von Christopher, dem Propheten. Im Jahr 1918 kam ein Mann, der nur als Christopher bekannt war, nach Santa Catarina, um die Bergbauarbeiten auf dem Land seiner Familie zu koordinieren. Dieses Vorhaben verschaffte dem hiesigen Einwanderern zahlreiche Arbeitsplätze und war ausschlaggebend für die Gründung des Dorfes Tres Trilas, das schließlich zu der Stadt wurde, die wir heute kennen. Im Jahr 1920 kam es im Bergwerk zu einem verheerenden Unfall, bei dem mehr als 20 Männer lebendig begraben wurden. Ihre Leichen wurden jedoch nie gefunden.
Nach vielen Wochen und zahlreichen erfolglosen Rettungsversuchen beschloss Christopher, das Saint-Divin-Hotel auf dem Gelände zu errichten und alle weiteren Bergbauaktivitäten auf dem Land einzustellen. Er sagte, kein Geld der Welt kann auch nur einen Todesfall wiedergutmachen. Was hier passiert ist, darf nie vergessen werden und soll sich nie wiederholen. Ich schließe das Bergwerk endgültig und werde den Familien der Opfer jede notwendige Unterstützung zukommen lassen. Die Bürgerinnen und Bürger von Tres Trillas gehören zu mir, weshalb ich jegliches Leid von ihnen abwenden möchte. Das Saint-Divin-Hotel beherbergt seit Jahren die von dem Unfall betroffenen Familien. Es hat zudem den Tourismus in der Stadt gestärkt und bietet bis heute allen Besuchern eine hochwertige Unterkunft. Da, also so wie das aussieht, auf jeden Fall. Sieht schon, so Hotel sieht schon mal sehr elegant aus. Der Heilige Pfad, eine von Christopher gegründeten Gruppierung, wurde später im Saint-Divin-Hotel gegründet. Ich hatte nie die Absicht, zu einem heiligen Mann zu werden. In erster Linie wollte ich mich um meine Leute zu kümmern und unsere Stadt zu einem sicheren Hafen für alle zu machen. Gott gab mir den Auftrag und die Möglichkeit, mir viel Wissen anzueignen und dieses Wissen dafür einzusetzen, das Leben anderer zu verbessern. Wir leben an einem gesegneten Ort, trotz all der schrecklichen Zeiten, die wir durchgemacht haben. Den gemeinsamen Anstrengungen, der Entschlossenheit und dem Glauben meiner Leute ist es zu verdanken, dass der Heilige Pfad zu dem wurde, was er heute ist. Unser Ziel ist es, die Freiheit mithilfe des freien Willens zu erlangen. Leider kam Christopher 1945 auf mysteriöse Weise durch eine tödliche Stichwunde in der Brust ums Leben. Das Verbrechen wurde nie aufgeklärt. Der Mörder konnte nie ermittelt werden. Auf dem Messer fanden sich ausschließlich Fingerabdrücke von Christopher selbst. Seine Ermordung sorgte für jede Menge Aufruhr und Empörung unter den Bewohnern von Tres Trillas und spaltete bis heute die Meinungen. Die meisten glauben, dass Christopher trotz all seiner Bemühungen, seines Wohlwollens und seiner Weisheit von jemandem getötet wurde, der den Vorfall im Bergwerk nie vollständig verwunden hatte und sich rächen wollte. Okay. Das ist natürlich strange. Aber der Christopher scheint auch strange gewesen zu sein. Antiquitäten. Objekt, die dem Propheten Christopher gehörten. Na, ist ja wunderschön. Was wir hier nicht alle von diesem Christopher finden. Also der Christopher ist anscheinend ein ganz großer, ganz wichtig. Und der hat auch die Sekte Heiliger Pfad ins Leben gerufen. So, wir begeben uns aber dennoch erstmal Richtung Aufzug, Richtung Elevator Blocker B. Weil wir müssen ja in Blocker B, um das Elevator, um in unser Zimmer zu kommen. 610. Da wollen wir eigentlich hin, ursprünglich. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich in Etage 6. Weil, ne, pro Etage 610 und so. Okay, wir müssen das Zimmer noch nicht mal suchen. Wir landen direkt da. Aus dem Fahrstuhl heraus, direkt in unserem Zimmer. Nice. September 2009. Und wir sind da mehrere Tage da. Anscheinend. Und holen uns Notizen über mehrere Tage? God, an entire week and I still don't have anything useful okay, for the report. Okay. All I've done this whole time is run myself around in circles. A shower sounds amazing right now. Cool. Also er geht jetzt erstmal duschen. Er ist seit einer Woche da und es tut sich unter der Dusche ein schwarzes Loch auf, ne? What the fuck is that? Wo sind wir? Also außer, dass wir jetzt ins weiße Licht gegangen sind. Was man nicht tun sollte. Das Hotel. Okay. My head. Yeah. What just happened? Ich weiß auch nicht. Wolltest baden gehen oder duschen und Jesus, everything's torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? Da war dann ein schwarzes Loch. Ja, wunderbar. Nachdem wir nicht da aufgewacht sind, wo wir eigentlich wahrscheinlich umgefallen sind, sondern anscheinend wieder in unserem Zimmer sind, was durchwühlt wurde. Von irgendwelchen netten Herrschaften.
Aha, okay, damit kann ich schon mal meine Slots aktualisieren. Hier sehen wir noch ein paar Notizen. Hier sind noch ein paar andere Sachen. Okay, wir gucken uns erstmal um. Ach du Scheibenkleister. Ich bin völlig überfordert. Okay, wir gucken erstmal in die Schränke. Schränke, wir öffnen Schränke, Stevie-like. Öffnen jede Schublade. Gucken. Hello? Who's there? Nö. Einfach nö. Ich gucke jetzt meine Schubladen an. Du kannst mir jetzt mal. Kannst du klopfen, wie du willst. Ui, ein Safe. Okay, dazu brauche ich eine Combination. Die ich noch nicht habe. Nein. Nein. Geht jetzt. Du auch. Gut. Schauen wir uns mal weiter um. Haben wir hier noch irgendwelche interessanten Sachen, die wir finden könnten? Oder irgendwelche Hinweise, Notizen? Oh, was ist das? Verbandsmull. Für pharmazeutische Zwecke. Ich glaube, ich verletze. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir gehen mal ins Badezimmer. Oder wir gehen auch nicht ins Badezimmer. You can knock it off with the practical jokes now. Ich gehe nicht zur Tür. Du kannst da so viel altes Buch. Paradoxe, die Paradoxe meines Lebens. Okay. Kann ich hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay, ich dachte, vielleicht gibt es da ein Geheimnis, aber es gibt kein Geheimnis. Ey, du kannst so viel klopfen, wie du willst. Mach dir die Tür nicht auf. Ist mir egal. Sag ich dir so, wie es ist. Wehe, du stehst auf einmal da so in meiner Tür, dann wenn ich jetzt hier gleich hier... Ich muss jetzt ganz kurz erstmal lesen. Datum 7.9.2009, 15.03 Uhr. Roberto und Stefanie betreff Artikel über Tres Trias. Hallo Stefanie, wie geht's dir? Ich heiße Roberto. Wir haben über das RSI-Forum miteinander gesprochen. Wie ich bereits erwähnte, habe ich gerade mein Studium als Journalist abgeschlossen und bin sehr an dem von dir erwähnten Vorschlag einer Untersuchung von Tres Trias interessiert. Ich interessiere mich sehr für investigativen Journalismus und glaube, dass dies der ideale Einstieg für meine zukünftige Karriere sein könnte. Oder es ist der größte Fehler, den du je begangen hast, Roberto. Aber egal. Ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören und weitere Informationen zu erhalten. Du kannst mich jederzeit kontaktieren mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. So, von Stefanie an Roberto. Hallo Roberto, mir geht es gut. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du dich für diese Geschichte interessierst. Seit ich mich erinnern kann, geschehen hier seltsame Dinge, die immer mehr Menschen aus der Stadt vertreiben. Es ist wirklich eine Schande, da die Stadt wirklich ein wunderbarer Ort ist. Ich schicke dir einen Link zu allen Informationen, die wir bisher haben, und ich bitte dich, alles sorgfältig zu lesen, bevor du den Job annimmst. Es ist uns sehr wichtig, dass es dir ein echtes Bedürfnis ist, hierher zu kommen, um die Vorgänge zu untersuchen. Ich zweifle nicht daran, dass dein Herkommen eine große Chance für deine Karriere sein wird. Je größer die Herausforderung, desto größer die Belohnung, nicht wahr? Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Liebe Grüße, Stefanie Freitas. Hallo Stefanie. Entschuldige, dass ich dir schon so früh am Morgen eine E-Mail schicke, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dich so schnell wie möglich kontaktieren muss. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, die Berichte und Dokumente zu lesen, die du mir geschickt hast. Sie sind unglaublich. Die mysteriösen Geräusche, das Verschwinden von Gegenständen und Menschen, das ist wirklich eine faszinierende Sache. Nein, ist es nicht. Aber gut. Nach all diesen Informationen freue ich mich nun umso mehr, meine Taschen zu packen und nach Tres Trias zu kommen, um mich selbst zu überzeugen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. So, dann guckt ihr Stefanie. Hallo Roberto. Das sind tolle Neuigkeiten. Wir freuen uns auf deine Ankunft. Wahrscheinlich sind die Flüge in der Zeit vom 10. bis zum 12. dieses Monats am günstigsten. An den Wochenenden sind die Flüge immer teurer. Als Unterkunft empfehle ich dir das Saint-Définement Hotel. Die Lage ist perfekt und die Preise sind relativ günstig. Ich kenne dort mehrere Leute. Solltest du Schwierigkeiten haben, ein Zimmer zu reservieren, schicke einfach eine E-Mail an c.alencar.saint-andré-hotel.com. Ah, wir sind in Brasilien. Mit dem Hinweis, dass Stefanie Freitas ein Zimmer gebucht hat. Sag mir Bescheid, sobald du im Hotel angekommen bist, damit wir uns treffen können. Liebe Grüße, Stefanie. Hey Stephanie, ich war gestern noch ziemlich lange wach und habe daher heute ein wenig verschlafen. Ich habe deine E-Mail an deinen Kontakt im Hotel geschickt und heute Morgen meine Flugtickets gekauft. Dein Freund im Hotel sagte, dass ich jederzeit einchecken kann. Es scheint nun alles geklärt zu sein. Sobald ich im Saint-Définement angekommen bin, melde ich mich bei dir. Vielen Dank für deine für diese Gelegenheit. Ah, wieder von Roberto. Hallo Stephanie, ich habe gerade in meinem Zimmer hier im Saint-Définement eingecheckt. Ich wohne im Zimmer 710 Block B. Sobald ich mich ein wenig ausgeruht habe, kann ich mit den Ermittlungen beginnen. Hallo Stefanie, alles ist in Ordnung, ist alles in Ordnung? Ich habe versucht, dich über das RSI-Forum per Telefon zu erreichen. Bist du immer noch mit den Ermittlungen einverstanden? Als ich das Zimmer gebucht habe, hat dein Kontakt hier im Hotel gesagt, dass du manchmal wegen deiner Arbeit tagelang nicht erreichbar bist. Aber es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen und ich habe nicht mehr viel Zeit bis zu meinem Abflug. Bitte melde dich, sobald du diese E-Mail erhältst. Ich warte auf deine Antwort. Ich glaube, Roberto, Stefanie wird uns nicht mehr antworten. So, dann wahrscheinlich die letzte Nachricht am 18.09. Hallo Stefanie. Ich weiß nicht genau, was dir zugestoßen ist oder warum du nicht mehr antwortest. Aber ich dachte, ich sollte dich wissen lassen, dass meine eigenen Nachforschungen nicht wirklich viel gebracht haben. Jedes Mal, wenn ich neue Informationen fand oder eine neue Spur verfolgte, kam ich wieder am Anfang raus.
Das eine Ereignis, das meine Aufmerksamkeit erregt hatte, die Beweise und Geschichten rund um das Gasmaskenmädchen, scheint in keinem Zusammenhang mit all den anderen zu stehen. Gasmaskenmädchen? Ernsthaft? Gasmaskenmädchen? Okay. Schade, dass du mir in den letzten Tagen nicht helfen konntest, aber so ist das nun mal. Diese ganze Reise war eine riesige Zeitverschwendung für mich. Ich werde heute Abend meine Koffer packen und fahre morgen früh wieder nach Hause. Du wirst dir jemand anderes suchen müssen, der dir dabei hilft, eine Geschichte über Tres Trias zu schreiben. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Okay, Lopez. Roberto. Sehr gut. Du warst jetzt eine Woche lang hier und hat nichts gebracht. Gasmaskenmädchen? Jetzt mal ernsthaft? Ich dachte, wir sind in Brasilien. Oder sind wir woanders? Was ist das hier? Lieber Roberto, ich habe dir noch ein paar Dinge hinterlassen, die dir helfen könnten. In dem Umschlag findest du eine Taschenuhr. Wann immer du eine Wanduhr findest, benutze die Taschenuhr, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn ich richtig liege, sollte dies eine Brücke zu diesem Zeitpunkt schaffen, die es dir ermöglicht, notfalls dorthin zurückzukehren. Was ist denn das für eine Taschenuhr? Ist ja mal mega. Okay, also ist so ein kleines Mini-Tutorial, wie ich mit den Gegenständen umgehen muss wahrscheinlich. Außerdem habe ich auf meinen Reisen ein spezielles Kameraobjektiv gefunden, das es dir erlaubt, dich mit verschiedenen Realitäten zu verbinden. What? Okay. Mit verschiedenen Punkten in der Zeit. Und damit kannst du Dinge sehen, die sonst niemand sehen kann. Ich hoffe, dass wir uns bald endlich wiedersehen. Liebe Grüße, E. Wer ist denn E-Punkt? Okay. Das ist jetzt das da, oder was? Oder wie? Okay, jedes Mal, wenn ich eine Uhr sehe, wie wahrscheinlich die, die wir jetzt über uns haben. Deswegen dieser dezente Schwenk nach oben. Jetzt beruhig dich. Ich muss hier erst noch ein paar Sachen lesen. Metallobjekt, mysteriöser Gegenstand aus dem Hotel mit einer 3. Oh Gott, das ist eine... Oh Gott, ich brauche mein Notizbuch. Ich muss mir schon mal was aufschreiben. Das ist schon wieder ein Code. So, und da ich alleine spiele... Und leider den Stevie heute nicht mit dabei habe, der mir sonst immer sehr viel, mich sehr unterstützt bei den Games. Gerade bei den Rätseln. Ich bin ehrlich, ich bin nicht der Rätselkünstler. Aber Stevie ist da, ist auch einiges besser. Muss man mal sagen. So, dann schreiben wir uns mal auf. Also, 5. Ist es jetzt eine 9 oder ist es eine 6? 3... Ich würde jetzt sagen, es ist eine 9. Ne, es ist eine 6. Also ich sag mal 6 und 3. Nur mal so für mich. Beruhig dich! Achso, ich nehme das sogar mit. Verdammte Axt. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Okay, hier könnte ich auch noch was machen. Okay. Jetzt ist die große Frage, wollen wir jetzt zuerst das mit der Uhr machen? Oder wollen wir zuerst zur Tür gehen, die ganze Zeit nervend klopft? Komm, ich mach jetzt. It's stuck. Gut. Kann ich nicht... Lol. Das ist ein Safe Point. Okay, den speichern wir erstmal. Okay, cool. Krass. Warum sind da Fußabdrücke? Jaha. Die Tür geht nicht auf. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Kann ich hier noch was machen? Oh ja, warte mal, hier kann ich noch was gucken. Investigationstafel. Das hat überhaupt nichts gebracht. Na wunderbar. Warum gucken wir uns das denn? Oh, wir können uns die eigenen Dokumente angucken. Anmerkung. Q drücken, um Notiz zu sehen. What? Was ist denn da für ein Notizbuch? Aber okay, komm, wir lesen uns alles durch. Beginn der Untersuchung. Ich habe mehrere Fotos von den zugänglichen Bereichen des Hotels gemacht und einige Informationen an meine Investigationstafel geheftet. Im Gespräch mit den Stadtbewohnern fand ich heraus, dass man sich einen Mythos über ein Mädchen erzählt, das in der Stadt ermordet wurde. Es heißt, dass ihr wütender Geist das Hotel seither terrorisiert. Seit ihrer Gründung ist es in der Stadt immer wieder zu mysteriösen Vermisstenfällen gekommen. Dabei traf es neben Grubenarbeitern auch einen berühmten Ermittler. Das Geheimnis der vermissten Bergarbeiter. Die Mine von Tres Trias bleibt nach einem mysteriösen Unfall geschlossen. Berichten zufolge kam es zu einem Einsturz.
Zu einem Einsturz, bei dem 20 Bergbauarbeiter verschüttet wurden. Die Familien warten darauf, dass der Eigentümer der Mine, Christopher, eine Erklärung abgibt. Berühmter Ermittler vermisst, Juli 1960. Rätsel in Terrestrias. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Hotel Saint-Diffin-Main in der Stadt Terrestrias ist der Ermittler Juan Luis scheinbar spurlos verschwunden. Was sonstige Gerüchte über seinen Verbleib ausgelöst hat. Ich finde nur Geschichten aus der Vergangenheit, keine neuen Ereignisse oder aktuelle Berichte. Es scheint, als sei meine Informationsquelle nicht ganz korrekt gewesen. Es geht aber weiter. So, nee, warte. Das kann ich jetzt auch lesen. Ein weiterer verlorener Tag. Alle Informationen, die Stephanie mir über Erscheinungen und seltsame Ereignisse erzählt hat, scheinen eine Lüge zu sein. Ich habe nichts gefunden, was es zu berichten gibt. Geschweige denn einen Hinweis darauf, dass bereits etwas passiert ist. Nach einer Woche hier kann ich abschließend getrost sagen, dass es nichts zu erforschen gibt. Ich sollte mich morgen eigentlich mit Stephanie treffen, aber das werde ich nicht tun. Im Augenblick möchte ich einfach nur noch nach Hause. Wenn Journalist zu sein sowas bedeutet, hätte ich lieber meine andere Option wählen sollen. Ja, da gebe ich dir recht. Okay, also ich muss irgendwie raus. 5, 6, 3? Ist das richtig? 5? 6? 3? Ah! Okay. Badezimmerschlüssel. Damit kommen wir endlich mal dahin, wo wir eigentlich waren, wir wollten ja eine Dusche nehmen. Also ich bin ehrlich, vorhin sah das Badezimmer sauber aus. Oh, gross. Was ist hier passiert? Kameraobjektiv. Okay. Können wir das hier abstellen? Wäre das eine Option? Wasserverschwendung und so? Könnten wir da... Okay, wir können da nichts machen. Okay. 6 weiße Hemden, 2 schwarze Hosen, Wecker, Rasierer, Zahnbürste, 6 Unterhosen, 6 Paar schwarze Socken, 3 Krawatten, Kamera und Objektiv, Schuhe. Safe Passwort 3... Okay, warte, das muss ich mir jetzt auch wieder aufschreiben. 37251. Okay. Das ist mein Safe Passwort. 3, 7, 2, 5, 1. Geht doch. Meine Güte. Und da ist meine gute Sony Alpha A720. So, Kameragehäuse und Dings. Kann ich die jetzt kombinieren miteinander? Kamera vorhanden. Drücke jetzt hier, um die Kamera zu sehen. Oh, fuck. Was steht da? Oh, meine Güte, altes Foto. Aus Christopher. 1902. Oh Gott, warum habe ich denn so Gänsehaut jetzt auf einmal? Das ist ja... Kann ich das auch wieder ausmachen? Hallo? Wieder anmachen? Nee. Okay, ich geh hier hin. Was ist passiert? Schon wieder dieses schwarze Loch. Shit. No, no. Again. Einfach gehen? Also ab in den Flieger und so? Phobia. Geil.